Lieber Seelech, liebe Franziska, schön, dass ihr heute bei uns in der Quelle vorbeischaut und schön, dass ihr da seid und euch spontan Zeit nehmt für dieses kleine Interview. Danke. Mhm. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die mich selber sehr interessieren. Und ja, ich lege einfach spontan los und bin gespannt auf eure Antwort. Toll, gut. Lieber Seelech, du bist Künstler und deine wunderschönen Kunstwerke sind bei uns in der Quelle schon seit Jahren ausgestellt. Und zwar seit der Gründung der Quelle, also seit 15 Jahren. Kannst du da erzählen, wie das überhaupt dazu kam, dass du hier deine Kunstwerke ausstellst? Ja, das war ja eigentlich für die Eröffnung der Quelle gar nicht geplant, ursprünglich, dass ich dabei sein sollte. Aber da hat sich ganz spontan ist die Künstlerin, die zur Eröffnung der Quelle ausstellen sollte, hat da kurzfristig abgesagt. Mhm. Und ich habe Patrick schon gekannt. Beziehungsweise Weilmann. Ja, genau, beziehungsweise bei Hans-Jörg Weilmann. Und da hat mich angefragt, ob ich einspringen kann. Ah. Was ich dann auch gemacht habe. Und wir haben dann nach der Eröffnung 3 Monate ausgestellt. Mhm. Und Patrick kam dann auf mich zu mit dem Anliegen, möchte mich gerne mal mit Künstlern, mit anderen Künstlern ausstellen. So für 1-2 Jahre. Und vielleicht kommt er wieder zurück und sucht sich einen Künstler, mit dem er dann eine permanente Ausstellung machen kann. Ah. Ja. Und das war dann auch so. Er hat ein bisschen Erfahrung gemacht mit diversen Künstlern und kam wohl zum Entschluss, dass er lieber ein Künstler hat, der eine gewisse Beständigkeit hat. Auch so. Ja. Ja. Schön gesagt. Ach, schön. Oder der mit ihm besonders gut harmoniert. Ja, das ist ja auch ja, genau. Wichtig. Ja. Schön, Franziska. Ja. Ja. Und hast du damals schon viele Kunstwerke jetzt hier ausgestellt oder waren das nur so einzelne oder schon so? Nee, es war ziemlich, die Ausstellung war ziemlich voll. Mhm. Die hinteren Praxisräume waren noch nicht behangen. Einfach im vorderen Bereich, ja. Und es war schon toll, wie dann auch auf der Eröffnung schon einige Werke gekauft wurden. Ja. Ja. Davon lebt man ja als Künstler auch. Schlussendlich, ja. Wenn was gekauft wird. Ja. Und du, Franziska, warst damals auch schon mit dabei, ja. Das ist richtig. Ja. Ja, klar, wir sind seit 30 Jahren zusammen. Ah, schön. Und die Kunst, die Selbstständigkeit ist seit 1999. Ja. Aber vorher gab es schon ein paar Jahre Kunstschaffen und Teilzeitarbeit. Ja. Und ich habe immer geholfen beim Einrichten und bei den Ausstellungen und wieder abbauen von der Ausstellung. Und wir haben nebenher noch 3 Kinder aufgezogen. Oh, wow, schön. Also dann arbeitet ihr auch eng zusammen. Ja, ja. Das seit wirklich 30 Jahren fließt das zusammen, das Private und das Geschäftliche. Ja, das, es gibt da keine Trennung. Ja. Das heißt, wenn wir nicht, vielleicht nicht mal dieselbe Meinung haben, dann wird das gleich bereinigt. Man schiebt das nicht auf ja. Wochenende oder so. Ja, und ja, es ist sehr viel Bewegung, auch in unserer Beziehung natürlich, mhm. im Geschäft, so ein dynamisches Wesen. Ja, ja. Spannend. Ja. Und Franziska ist nämlich bescheiden, ja. Sie macht das ganze Büro, ganz wichtig, ja. Ja, alles. Sie arbeitet eigentlich gleich viel, nur sieht man das nicht so im Außen, ja. Ja. Die Homepage macht, sie ist die erste Ansprechperson, wenn jemand ein E-Mail schreibt oder ein Telefon macht, ist sie die erste freundliche Stimme. Ja. Quasi das Aushängeschild. Schön. Ja. Schön, wenn das so funktioniert, diese Zusammenarbeit. Ja. Ja. Und wusstest du schon immer, dass du mal ein Künstler werden möchtest, also als Kind zum Beispiel, oder hattest du da andere Berufswünsche? Also das Interesse, sagen wir mal so, für die Kunst war schon sehr früh da, ja. Also ich denke mal, das fing an, so dass vielleicht schon als 3-4-Jährige die Farbe des Herbstes hat mich wahnsinnig fasziniert. Mhm. Ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt in meinem Zimmer. Ich war vielleicht 3-4 Jahre, ja. Und es war Herbst und habe so diese Haselnüsse angeschaut.
mit diesem Braun unten und dann diese gelben Orangetönen in den Blättern. Mhm. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Also das war eigentlich so das Erlebnis für die Farben. Mhm. Ja, und dann war natürlich die Schulzeit. Da habe ich ein bisschen skizziert. Ich weiß noch, in der vierten Klasse zum Beispiel, das war das schlimmste Fach, war für mich das Zeichnen. Ah ja? Konnte ich nichts anfangen. Hätte aber der Lehrer gesagt, schaut, ihr habt frei. Ihr habt hier Farben, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja. Dann hätte ich wohl losgelegt. Ja. Aber immer diese Vorgabe, jetzt zeichnet ihr einen Baum ab, hier ein Mensch und so eine Straße oder ein, ja, so ein Haus. Das war nicht mein Ding, das hat mich eingeengt. Ja. Mhm. Ja. Später dann, als ich in der Lehre war, habe ich in meiner Freizeit angefangen zu skizzieren. So, und habe das immer wieder mal stärker, mal weniger in mein Leben einfließen lassen. Ja. Ja. Dieses Skizzieren, habe dann mit Perspektiven gearbeitet, mit diesem Perspektivenrahmen, wie heißt das? Du weißt das? Raster. Ja. Und habe dann so alte Menschen seitlich porträtiert. Und irgendwann wusste ich einfach vom Innen her, mhm, das ist nicht mein Ding. Und dann habe ich überlegt, was will ich eigentlich? Dann habe ich die Farben genommen und gesagt, das mache ich einfach mal spontan. Welche Farbe spricht mich an im Moment? Mhm. Sagen wir mal, es waren die Warmtöne, braun, gelb, orange. Und dann haben meine Hände angefangen zu arbeiten. Mhm. Es war sehr simpel. Aber es war eine wichtige Erkenntnis für mich. Ja. Wie gehe ich persönlich als Mensch mit Farben, mit Materialien um? Das ist die Selbstentdeckung. Mhm. Und dann kommt dann die Entwicklung als Künstler, kommt dann später. Mhm. Ja. Die Selbstfindung als Künstler ist sehr wichtig. Mit was für Materialien arbeite ich gerne? Mhm. Bin ich ein Mensch, der beim Arbeiten aufstehen muss? Oder sitze ich gerne? Mhm. Also es ist so die Selbstentdeckung. Es ist ein Prozess, ja, über Monate und Jahre. Ja. Und irgendwann weiß man es einfach. Mhm. So bin ich, so funktioniert es, so bin ich gut beim Arbeiten. Ja. So entstehen tolle Werke. Das heißt, mit 4 Jahren wusstest du es schon irgendwie ein bisschen, aber es brauchte dann noch Zeit bis zur Jugend. Also die Liebe zur Farbe und Form wurde da irgendwo geweckt. Ja. Aber der Wunsch, jetzt voll in die Kunst einzusteigen, der war mit 20. 20. Intensiv. Ja, ja, wollte auch die Kunstgewerbeschule machen in Luzern. Mhm. Und hatte ein Aufnahmegespräch. Mhm. Und der zuständige Rektor meinte, ja, für mich sei es schwierig, der Vater mache nichts in diese Richtung. Weder in Architektur, im Design. Er würde mir abraten. Hm. Und ich war jung, ich war rebellisch. Hm. Habe meine Mappe genommen und ihn auf das Tischpult geschmissen. Und habe ihm gesagt, voll Inbrunst, wissen Sie was? Ich brauche Sie gar nicht, ich mache es alleine. So. Das war ja auch eine gute Kraft. Mit diesem Feuer im Herzen bin ich stets vorwärts gegangen. Mhm. Und natürlich ist ganz wichtig, braucht es die entsprechende Partner dazu, mhm, damit das klappt. Wenn sie aussteigt, ist es auch vorbei mit mir, mhm, in der Kunst. Ganz klar. Für mich ist es ganz wichtig zu wissen, im Hintergrund macht Franziska die tolle Arbeit, ja, und ich kann mich entspannen im Kreativen und kann mich voll darauf konzentrieren. Ja, so ist die Basis, ja. Mhm. Schön. Und kannst du so erklären, wie das bei dir funktioniert, wie so ein Kunstwerk entsteht? So vielleicht von A bis Z, wenn es das gibt, vielleicht auch von Z bis A, ich weiß nicht. Schwierig. Schwierig. Schwierig, aber es ist so individuell, wie die Kunstwerke individuell sind. Jedes Kunstwerk hat eine eigene Geschichte, von der Entstehung bis zur Vollendung, bis zum Fertigwerden. Ja. Manchmal träume ich in der Nacht. Ja. Ich mache mir aber keine Notizen. Es bleibt dann. Ich kann das abrufen.
Manchmal kommt eine Idee, wenn ich bei einem Werk arbeite, sehe ich zwei, drei Möglichkeiten, die daraus entstehen können. Mhm. Manchmal ist nur das Material eine Inspiration und ich sehe, was daraus entstehen kann. Manchmal ist es ein Stück Holz, wenn ich ein Naturkunstwerk mache. Ja. Ja. Wenn ich ein Ölbild mache zum Thema Universum, dann ist das Universum in mir. Ich schaue es nicht ab und schöpfe es aus mir raus. Ich habe verschiedene Themen in meiner Kunst. Ja. Ja. Wie ich gesagt habe, sind die Naturkunstwerke, die Universumbilder, Skulpturen, die Sonnenbilder, die Kristallsonnen und neuestens auch eine New Line Collection. Modern, aber doch in sich stimmig und harmonisch. Mhm. Das ist mir eigentlich immer wichtig. Mhm. Eine Stimmigkeit, eine Vollendung, wenn es überhaupt so etwas gibt, in ein Werk fließen zu lassen. Und schlussendlich ist es nur ein Gefühl. Mhm. Wenn ich ein Werk anschaue und ich habe dieses spezielle Gefühl von wow, da ist die entscheidende Aussage im Werk und ich muss lächeln, dann ist es perfekt. Mhm. Ja. Und wenn das ein Betrachter dann anschaut, ja, und er sagt wow, dann weiß ich, es ist, der Kreis hat sich geschlossen. So muss gute Kunst sein. Ja. Für mich, ich spreche ja nur für mich. Ja. Das kommt von innen. Immer. Ja. Alles kommt von innen. Schön. Und hast du das jetzt noch verschiedene Kategorien aufgezählt, in Ölbilder oder diese Universum oder mit Holz? Weißt du immer im Vorhinein, wenn ein Werk entsteht, ja, das fällt jetzt in diese Kategorie, klar, wenn du Holz nimmst, dann schon. Doch schon, natürlich, ja. Da hast du immer schon so eine Idee. Ich kann vielleicht sagen, dass ich dann so vielleicht ein, zwei Wochen mich mit Naturobjekten, Naturkunstobjekten, das heißt mit verschiedenen Hölzern, Holzarten, natürlich gewachsen, mit Kristallen, mit Bergkristallen, mit Blattgold. Mhm. So, das ist dann Arbeit und das innerhalb von vielleicht zwei, drei Wochen dieses Thema bearbeite. Ja? Ja. Aber oft sind dann 5 bis 10 Werke parallel am Entstehen. Ah. Ja. Ich arbeite nie nur an einem Werk. Ah. Nie. Ja. Ja. Und Gott sei Dank ist mein Atelier nicht so groß. Sonst würde es noch... Noch mehr. Würdest du gar nicht mehr raufkommen? Wahrscheinlich, ja. Ich habe die Tendenz wirklich. Also ich bin so gerne im Atelier. Bis abends? Ja. Ja. Oder außer am Wochenende. Ja. Gut, jetzt sind die Kinder weg. Die sind 2019, kommt der Jüngste nur noch am Wochenende nach Hause. Mhm. Das heißt, ich konnte endlich loslassen. Mhm. Und habe dieses im 2019 ungefähr, du weißt die Zahlen besser. 160 Werke geschaffen. Ja, wow. Also ist sehr viel. Ja. Das ist schon Grenze, ja. Aber es war zu viel. Wir haben kaum Pause gemacht, wir waren nicht im Urlaub. Wir hatten viele Ausstellungen und es war zu viel. Wir haben über... Mir hat Spaß gemacht. Wir haben auch viel verkauft in diesem Jahr. Ja. Aber mir hat es nicht so Spaß gemacht. Es war echt zu viel. Es war zu viel. Gut, das heißt dann auf die Bremse wieder ein bisschen. Ja. Und Corona hat uns dann gebremst. Ja. Genau. Einfach weil die Ausstellungen wegbrachen. Ja. Wenn nicht die Frau, dann Corona. Wenn nicht die Kinder. Ja. Aber es ist spannend, dass du an vielleicht so 15 Werken gleichzeitig arbeitest. Ja, kann ich, könnte noch mehr. Wenn Platz vorhanden wäre, ging noch mehr. Ich dachte immer, es ist so ein Werk und das, ja. Oder wenn ich das Werk beiseite lege, dann muss es trocknen. Zum Beispiel bei einem Kristall, wenn der Leimstoff austrocknen muss, bis die nächste Schicht aufgetragen werden kann. Oder der nächste Stein nebenan, so. Und bei den Ölfarben sowieso, ja, dann braucht es immer wieder Zeit. Und manchmal ist einfach die Inspiration weg. Das kommt auch. Das kann auch. Und dann gehe ich raus. Ja. Und fange vielleicht hier mit einer Kristallsonne an. Dann braucht es nicht so große Inspiration, vielleicht für die Struktur zu geben. Dann kommt dann mehr Arbeiten zum Zug, welche mit Handwerk zu tun haben. Mhm. Wo die Inspiration dann eher sekundär ist. Ja. Ja. Aber es macht schon Spaß. Ja. Das war einfach auch eine Entwicklung. Ja. Ich habe nicht gesagt, so, jetzt gehe ich hin und mache 15 Werke parallel. Das hat sich entwickelt. Es hat sich entfalten, einfach über die Sicherheit über die Jahre. Ja. Die handwerkliche Sicherheit und auch über das Fokussieren im Moment des kreativen Aktes. Ja. Also komme ich in mein Atelier,
dann vergesse ich alle Werke. Mhm. Das würde nur belasten für das Neue, was entstehen will. Mhm. Ja. Das heißt, ich bin frei, mhm. aber ich bin offen für die Inspiration. Mhm. Und gehst du manchmal auch ins Atelier, Franziska, oder? Wenn er mich ruft. Ja. Also ich darf ihn nicht stören. Ja. Das war am Anfang, da hat er mich rausgescheucht. Dann ist er oft ist er im Arbeitsprozess, in der Inspiration und so konzentriert und fokussiert und auch ausgerichtet, ja. dass jede Störung ist schädlich. Mhm. Aber er kommt mich immer wieder holen und sagt, schau mal, ich habe jetzt hier und hier oder ich stehe an, was ist besser, das oder das? Oder was meinst du, was das Bild für einen Namen hat? Mhm. Oder wie würdest du so oder so weitergehen? Und dann ist meine Meinung gefragt. Mhm. Und dann komme ich immer runter, also wir wohnen in einem Haus, wo ich oben bin und er das Atelier ist unten. Ja. Und das mhm. ist, das geht sehr einfach. Also, ja. Ja, ja. Ja. Das ist schon wichtig, eine Person beiziehen zu können, welche einfach auch einen neutralen Blick hat. Ja. Das ist manchmal sehr wichtig. Da gibt es Möglichkeiten und ich will immer das Optimum. Mhm. Und wenn dann Franziska kommt oder manchmal auch David, wenn er zu Hause ist, dann ist sie die neutrale Person und ist nicht befangen mhm. und sagt, das ist perfekt. Und dann gehe ich einfach raus und mache eine kleine Runde im Garten und komme rein und sehe es dann auch. Okay, stimmt, wirklich, ja. ist gut. Ja. Also jedes Kunstwerk hat seine eigene Geschichte. Mhm. Ja. Seine eigene Geschichte. Und was würdest du sagen, wie lange geht, bis ein Kunstwerk vollendet ist? Schwierig zu sagen, weil du mehrere immer hast, aber ungefähr ja. vielleicht. Das teuerste Bild, was ich gemalt habe, habe ich gemacht in 40 Minuten. Ja. Mhm, gut, aber wenn die Leute fragen, genau jetzt zum Beispiel auf dieses Werk, wie lange hast du dafür gebraucht, dann sage ich ihnen, ich habe gebraucht 52 Jahre, 9 Monate und 3 Tage. Was ich damit sagen will, ist, dass eigentlich alles wichtig war vorher. Ja. Ob das jetzt rein vom Künstlerischen wichtig war, es waren aber auch alle Begegnungen waren wichtig. Die ganze Entwicklung. Mhm. Ja. Normalerweise geht so ein Naturkunstwerk 2-3 Tage. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich dann 8 Stunden oder 9 Stunden an einem Werk dran bin und das mal 3 aufrechne, 27 Stunden, nee, nee. Es ist einfach der Prozess. Da legt man es wieder auf die Seite, weil man warten muss oder es fehlt, ein Material fehlt. Das muss man zuerst beschaffen. Genau. Mhm. Ja, also 2-3 Tage. Ja. Und die Ölbilder brauchen dann länger. Ja. Und je größer ein Werk, so 1,80 mal vielleicht 2 Meter, das braucht dann schon eine andere Zeit. Ja. Mhm. Das braucht mehrere Wochen, bis es trocknet. Und dann sucht man den passenden Rahmen. Und bis man es fertig hat, dauert das dann schon manchmal Monate. Ja. Ein Werk ist erst fertig, wenn es Hochzeit gehalten hat. Das heißt, die Verbindung vom Werk, vom Bild, wenn es ein Ölbild ist, ein Bild auf Leinwand, kann auf Holz sein, aber ein Bild, und der Rahmen dazu kommt, dann ist die Hochzeit. Das sind die schönsten Tage für mich. Wenn ich auf einen speziellen Rahmen warte und dann kommt das Bild und ich lege es ein und es macht wow. Ja, der Rahmen macht auch viel aus. Ja, ist ganz wichtig. Ja. Machst du das selber, dieses Einrahmen? Einrahmen schon, ja. Ja, natürlich, ja. Und dann gibt es ja Möglichkeiten, ja. Ein Bild mit Schattenfuge, oder das heißt, es hat um das Bild ringsum hat es eine, wie sagt man, eine, also der Bilderrahmen hat Luft, ja. Mhm. Der Rahmen einen wird nicht Abstand. An das, ja genau, der Rahmen wird nicht zum Bild direkt angestoßen, sondern es hat ringsum 5-6 mm Luft. Dann sagt man einen Schattenfug. Mhm. Alleine das ist schon zum Überlegen. Ja. Da gibt es wie einen dunklen Rand. Ja. Ob man das dann will, ist die Frage, oder eben nicht. Mhm. Oder engt es das Bild ein, oder kann das Bild dann atmen? Das sind so ganz feine Nuancen. Ja, mhm. Ja, ist toll. Mhm. Ist toll. Und hast du so Lieblingsmaterialien? Gibt es das? Bei dir? Ja, mit welchen arbeitest du mit? Mit Ölfarben. Öl auf Leinwand. Ah, ja. Das ist so. Die Königin der Farben, sage ich immer. Die Ölfarbe.
Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Aber auch die Naturkunstwerke, das mit diesen verschiedenartigen Holzstrukturen, mhm. Wurzeln und Äste, mhm. hat unglaublich etwas Lebendiges in sich. Und die Kombination dann mit Bergkristallen und Gold, toll. Es spricht die gleiche Sprache, es spricht die Sprache der Erde. Ja. Und es belebt unmittelbar sofort. Ich habe jetzt noch niemanden gefunden, der Mühe hat mit einem Naturkunstwerk. Das stimmt. Ja. Wir kommen ja von der Natur, ja. Es geht sofort in Resonanz. Ja. Ja, dann also es sind so die zwei Materialien, die Naturmaterialien und die Ölfarbe. Ja. Ja. Mache ich sehr, sehr gerne. Sind das auch die meisten deiner Kunstwerke, die in diesen beiden Sparten? Kann man schon sagen, ne? Mhm. Schatzi, du hast ein Veto einzulegen. Du kommst jetzt mit der Kristallsonne. Entschuldigung. Ja. Das war zu vertraulich. Klar, dann switcht man. Kein Veto. Nein. Ja, stimmt, oder? Stimmt. Ja. Ja. Und was würdest du sagen, was inspiriert dich so am meisten oder hast du eine Inspirationsquelle? Aber schon, ja. Verschiedene. Ja. Schon, ja. Ich denke Franziska wahrscheinlich. Am wenigsten. Nee. Lass dich nicht ablenken in der Kunst von den Frauen, ja. Nee, also ich kann es mal so sagen. Die Natur ist sehr, sehr wichtig. Die Sonne, die Sterne, der Wind, die Jahreszeiten. Das ist eine Offenbarung, ja. Der Gesang der Vögel. Gott im Herzen. Wir haben einen schönen Waldgarten. Mhm. 2 Hektar. Als privat. Ich gehe da jeden Tag hin. Mhm. Und einfach einen Rundgang zu machen und der Natur zu lauschen, das ist die Inspiration. Ja. Dann kommt einfach die Eingebung. Wenn ich bei einem Werk nicht weiterkomme oder nicht sicher bin, dann lasse ich es einfach. Gehe in die Natur und warte, bis die Antwort kommt. Mhm. Ja, ich suche sie nicht. Ich öffne mich und es kommt. Schön. Und dann gehe ich nach außen und habe die Gewissheit, so muss es sein. Ja, also die Inspiration ist eigentlich auch das große Unsichtbare. Mhm. Ich glaube an eine gute Kraft. Und lass mich von ihr leiten. Inspirieren. Mhm. Nicht wenige Male am Morgen, wenn ich ins Atelier komme, mache ich die Tür auf, gehe zum Radio, mache klassische Musik und sage, Gott, heute machen wir zusammen ein cooles Kunstwerk. Das gibt es nicht wenige Male. Ja. Dann geht es mir gut. Und ich habe eine Ausrichtung. Mhm. Es ist halt mein Ritual. Ja. Oder wie man sagen will. Ja. Wow. Das sind so die Natur und doch immer wieder das Gespräch mit dem großen Unsichtbaren. Mhm. Schön. Ja. Hattest du eigentlich als Künstler irgendwann den Wunsch, auch mal ins Ausland zu gehen oder im Ausland auszustellen? Ja. Gab es das bei dir? Oder sogar auszuwandern? Franziska? Auswandern, nein, denn Kunst. Kunst im Ausland, ja, das war viele Jahre so und wir haben auch ausgestellt im Ausland, haben aber gemerkt, Aufwand und Ertrag ist da dann nicht mehr vorhanden. Ja. Viel zu viel Aufwand, viel zu wenig Ertrag und die Kunst heute, auf die den Menschen gefüttert wird, ist etwas seelenlos. Ja. Und seine Kunst wird. Willst du etwas dazu sagen? Ja, einiges. Bist du fertig? Es ist nicht die richtige Plattform. Die Zeit muss sich noch weiterhin verändern. Ja. Zum Licht. Mhm. Dass das Publikum, dass die Gesamtmasse auch wirklich sieht, was er macht. Ja. Seine Kunst wird nicht gefördert in. Zum Beispiel in der Kunstszene. Ich werde nicht gefördert in der Kunstszene und lebe seit fast 25 Jahren von der Kunst. Das ist eine verrückte Menschen, Geschichte. Ja. Die deine Kunst schön finden.
Und ich finde es auch schön, deshalb habe ich ihn immer ermuntert und gestoßen, rauszugehen, weil die Kunstwerke zu den Menschen sollen. Aber das im Ausland ausstellen und dann diesen Ego-Trip fahren, da bin ich dann eher auf die Bremse gegangen. Mhm. Ja. Also wir waren schon im Ausland, einige Male. In Paris, in New York, und zwar in der 5. Avenue. Das ist in der Nähe vom Central Park. Aber es ist schon so, ja, der Aufwand ist riesig. Ja. Man muss so ein großes Grundkapital einbringen, um dann dort wirklich dick auffahren zu können. Mhm. Und das ist ein Abwägen. Das kann mir mal Spaß machen. Ja? Ja. Und Kunst ist ein Riesengeschäft. Mhm. Ein Riesengeschäft. Und oft hat der Künstler einfach das Nachsehen. Mhm. Es gibt aber auch ganz tolle Organisationen, wo Künstler wirklich unterstützen. Das gibt es auch, ich will jetzt hier keinen Namen nehmen. Mhm. Und dort sind wir dabei, ja. Da kann man auch eine Ausstellung und ein Bild schicken, digital. Mhm. Kann man sagen, okay, jetzt stellen wir in Paris aus, mhm, oder in Madrid. Das sind einfach nur ein großer Screen, wo dann vom Künstler die jeweiligen Werke auf einem großen Bildschirm gezeigt werden. Oh, ja. Ja, das ist so das Neueste. Ja. Oder man kann in einer Galerie heute zum Beispiel, in Paris ist das so, eine Wand mieten. Mhm. 4-5 Quadratmeter für 2 Wochen, mhm, für 800 Euro, kein Problem. Ja. Aber dann wieder das Risiko hat der Künstler. Und mhm, der Galerist hat sein Einkommen. Das hat sich gewandelt, ja. Das, mhm, ist nicht mehr das Klassische, dass einfach ein Galerist einen Künstler findet. Mhm. Und Bescheid weiß über seine Person, über seinen Werdegang und über seine Kunst. Und über seine Ausrichtung, über seine Philosophie. Mhm. Ist viel, viel Business. Ja. Und eigentlich finde ich mein Leben, dass wir von der Kunst leben, mit 3 Kindern, dass das so geklappt hat und immer noch weitergeht. Das wird auch noch weitergehen, ich weiß es. Mhm. Eine schöne, verrückte Geschichte. Ja. Mhm. Ein lebendiges Leben haben wir hier, ja? Du auch? Ja, klar. Ich bin seit ein paar Jahren daran, darüber ein Buch zu schreiben. Ah, schön. Über unser Leben, über wie die Kunst entstanden ist. Mit vielen Details, mit einem, ja, einen sehr nahen Einblick eigentlich. Aber es dauert bestimmt noch ein Jahr, bis es fertig ist. Ein Jahr, freuen wir uns. Ah, spannend. Schön. Ja, es ist immer so schön, diese Geschichten dazu auch zu hören. Mhm. Mhm. Weil man sieht ja so viel in der Kunst, auch in deinen Bildern. Ja. Und dann auch den Hintergrund zu kennen, ist auch immer sehr spannend, ja, finde ich. Mhm. Ja. Hast du ein Lieblingskunstwerk? Ist auch so. Mhm. Habe ich. Hast du? Ja. Also ich muss sagen, es sind eigentlich so ungefähr 3. 3? Ja. 3 habe ich schon, ja. Nennen die Namen? Sind sie verkauft? Nein, sie sind unverkäuflich. Ja. Bleiben im Privatbesitz. Ja. Ja. Die Namen? Ja. Willst du die Namen? Ja. Gut. Eins heißt Der gelbe Sommer. Das sind 41 Werke entstanden im Jahr 2011. Innerhalb von 3 Monaten habe ich 41 Werke gemalt, alle in Gelbtönen. Mhm. Und das letzte davon heißt Der gelbe Sommer, das 41. Werk. Das ist einer meiner Lieblingswerke. Mhm. Und dann aus der Serie Universum Bilder, ja, das Werk Voyager, habe ich in einem Guss gemalt, innerhalb von 12 Stunden. In Öl, nass in Nasstechnik. Mhm. Und das dritte ist auch ein Ölbild aus der Serie Universum Bilder. Sputnik. So, mhm, das sind so meine 3 Lieblinge. Ach, schön, dass du das so sagen kannst, dass du wirklich so deine Lieblinge hast. Ja, ja, ja. Und die bleiben zu Hause. Ja, die bleiben zu Hause. Was bedeutet dir die Kunst? Es ist mein Leben. Dein Leben. Es ist mein Leben. Ich bin ein glücklicher Mann. Ich kann das machen, was mir wirklich Freude macht. Mhm. Jeden Tag.
Aber natürlich, ja, es gibt noch mehr. Es gibt die Familie, und es gibt die Musse, das heißt, es gibt Musik, es gibt Literatur, es gibt schöne Städte, wunderschöne Architektur, es gibt die Natur. Das hat alles auch einen wichtigen Platz. Aber wirklich arbeiten zu können und Kunst zu machen, ist fantastisch. Und damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, da bin ich sehr dankbar. Ja. Das ist wie ein Privileg. So. Also wenn jemand ein Kunstwerk kauft, dann gehe ich dann auch in die Stille mal und sage Danke. Das ist für mich nie selbstverständlich. Ja. Ist toll. Ist toll. Hättest du jemals gedacht, dass du von der Kunst leben kannst, irgendwann mal, als du noch jünger warst? Ja. Ja? Ja. Das war immer so deine Vision, oder? Mit 20 habe ich die ersten Kunstwerke ausgestellt, in einem kleinen Café in Luzern. Und der Traum war immer schon da, ja. Ich habe mich einfach dorthin bewegt. Mhm. Alle Wegweiser, die dorthin führten, habe ich gesehen und bin sie auch gegangen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn du einen Traum hast und du siehst die Möglichkeiten, die dorthin führen, dann zögere nicht, geh. Ja. Den Mutigen gehört die Welt. Es braucht immer noch Mut. Von wo ich den Mut habe. Weil viele haben ja auch eine Idee oder möchten etwas, aber haben nicht den Mut, das zu wagen. Ja. Du musst irgendwie dir selber diesen Kick oder diese Möglichkeit geben, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Das macht ja niemanden für dich. Ich habe eine tolle Partnerin, ja, Franziska, die hat mich da schon vorwärts gepusht. Und ich habe gesagt, gut, wir können es mal probieren, sagen wir, für 6 Monate. Und das hat geklappt. Und dann, okay, probieren wir noch mal 6 Monate. Ich steige dann wieder aus, wenn es nicht klappt. Also es war auch ein Herantasten. Und irgendwann sage ich, gut, jetzt hat es 2 Jahre geklappt, jetzt machen wir einfach weiter. Es war jedes Jahr waren wir überrascht, das hat ein Jahr funktioniert, machen wir weiter. Ja. Vielleicht wird noch mal ein Jahr raus. Aber es war im Hintergrund immer das Wissen, wenn es nicht klappt und das Geld ist wirklich, wir gehen pleite, dann sucht sich einer von uns einen Job wieder, also einen Beruf. Ja. Passiert ja nichts. War immer Plan B so. Genau. Ja. Es gab immer den Plan B, aber der wurde. Für mich nicht so, Franzi. Kam nie in. Für mich schon. Aber der kam nie mehr in Erscheinung. Es bleibt Plan A. Ja. Ja. Aber wir dann, hatten es nicht beabsichtigt. Es war natürlich der Wunsch da, von der Kunst zu leben, aber es ist nicht die Absicht, dass wir das jetzt definitiv für die nächsten 20 Jahre machen. Ja. Das hat sich ergeben, Schritt für Schritt. Ja. Für mich gab es dann schon doch mal einen Moment, wo ich sagte, es gibt kein Zurück mehr. Ich gehe nicht mehr zurück in die Wirtschaft. Ja. Das war schon so. Aber natürlich, das war auch ein jahrelanger Prozess, damit mit dieser großen Unsicherheit umzugehen. Du hast nicht Ende Monat einen Lohn auf dem Konto. Und das sind jetzt 3 Kinder mittlerweile. Ja. Und dann gab es schon auch Momente, wo ich wusste, wenn jetzt die Ausstellung kommt nächstes Wochenende und ich nichts verkaufe, das war's dann, ja. Aber das sind so verrückte Geschichten. Soll ich eine erzählen? Ja. Da habe ich eine Ausstellung gehabt in Sarnen für eine Woche, ein kleines Lokal gemietet für Künstler. Und die ganze Woche war nichts gekauft worden. Und am letzten Tag kam ein älteres Ehepaar, die waren in Zürich ihr ganzes Leben und sind ausgewandert nach Norditalien. Und die Frau war so begeistert von den Werken und sagte, kommen Sie nächste Woche über die Grenze nach Italien, das und das Werk möchte ich gerne sehen, nehmen Sie gleich mit und das kaufe ich Ihnen schon mal ab. Wow. Gesagt, getan, ich bin also mit diesen Werken die Woche später nach Norditalien gefahren, am Zoll ein Riesengeschrei. No quadra, no quadra. Also keine Werke, müssen alles verzollen, alles ausladen, hat alles kontrolliert. Und ich habe zu meinem Kollegen, der war dabei, habe ich gesagt, okay, wir sind hier gut. Das ist ein gutes Zeichen, wenn die Frau schon so ausruft, ja, und uns da nicht durchlassen will. Bei den Schweizern ist er umgekehrt.
Wir sind immer ruhig und dann fängt es an zu kochen. Und wir sind dann ohne Probleme über den Zoll gekommen. Ja. Und haben die Werke da gezeigt bei diesem Eltern-Ehepaar und haben sich entschieden für einige Werke und haben ein paar bezahlt, ein großer Betrag. Mhm. Und sind wieder zurückgefahren, haben noch ein, im Tessin eine Pizza gegessen, einen Wein getrunken und dann gefestet. Ja. 2 Tage später ruft die Frau an, sie möchte das teuerste Werk zurückgeben. Da habe ich mal leer geschluckt, war aber ganz professionell. Ich habe gesagt, gut, natürlich, Sie haben ein Rückgaberecht, komme ich vorbei. Das haben wir auch abgemacht, übernächste Woche. Aufgehängt, das Telefon, und 2 Tage später nochmal ein Anruf von ihr. Sie konnte sich so entspannen, dass sie jetzt das Kunstwerk trotzdem behalten will. Ich habe so gut reagiert, meinte sie. Es war so toll. Und jetzt behaltet sie das Kunstwerk. Wow. Und wir hatten wieder Kapazität für den nächsten Monat. Ja. So, Geschichten sind immer wieder passiert. Also, wenn ich das hier so für mich zusammenfasse, für mich als Mensch, als Künstler, hat es einfach immer diese Zeichen gegeben. Mhm. Diese Zeichen, wo ich keinen Einfluss habe. Ja. Wo es eine gute Kraft im Hintergrund gibt, die leitet. Mhm. Und man kann sich dem hingeben. Es ist eine Art Hingabe. Das ist wichtig. Schön. Ja. Jeder Mensch hat diesen guten Begleitschutz. Begleitschutz, genau. Diese Unterstützung. Mhm. Für mich ist es in der Kunst, ja, weil das meine Freude ist. Meine große Freude. Ja. Die Kunst. Das spürt man. Ja. Schön. Gibt es etwas, das du gar nicht magst? In der Kunst? Oder allgemein? Ja, langsame Autofahrer, die sich die Geschwindigkeit, jetzt ist 80 und sie fahren 70 oder 60. Da habe ich also echt Probleme, ja. Selig ist ein ungeduldiger Mensch. Ja. Und alle Arbeiten, die viel Geduld erfordern oder so klein sind, die muss dann ich machen. Und ich bin zum Glück ein sehr geduldiger Mensch. Ja. Das mache ich dann auch. Das passt dann schön. Es passt, ja. Sehr schön. Spannend. Und gibt es etwas in deinem oder in eurem Leben, das ihr unbedingt mal noch erlebt haben möchtet? Oder ein Traum? Ja, habe ich schon. Habe ich schon, ja. Habe ich schon. Eine große Ausstellung, räumlich getrennt mit den verschiedenen Themen. Zum Beispiel hier sind die goldenen Tafeln in diesem Raum. Ja. Hier sind die Universumbilder, hier sind die Naturkunstwerke. Ja. Das zu sehen in einem Museum. Toll. Toll. Meine Güte. Schön. Hm. So. Aber man soll eigentlich die Träume nicht so sagen. Weißt du, die verblassen dann. Ja, jetzt werden sie Realität. Schauen wir mal, ja, gut. Franziska, hast du etwas in deinem Leben, das du gerne noch erlebt haben möchtest? Eigentlich habe ich schon mit abgeschlossen mit dem Leben. Aber es gibt schon Dinge, die mich freuen würden, zum Beispiel. Enkelkind im Arm halten oder eine Reise nach Norwegen, Schweden. Ja, ja. Hatten wir eigentlich geplant, wenn die Kinder draußen sind, wurde jetzt vereitelt die letzten 2 Jahre. Das Buch? Das Buch fertigstellen ist aber auch so ein bisschen ein Druck. Ich muss auch aufpassen, dass ich mir damit nicht zu sehr Druck mache. Ja. Und viel in der Natur zu sein. Mhm. Schön. Da kommt viel Schönes auf euch zu. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war sehr spannend, auch für mich. Und sicher auch für alle, die das Video dann anschauen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ja, danke. Gern auch. Gerne. Tschüss.